Hallo, Servus, hier ist der Joscha von psychologie-einfach.de und der Theodor aus Wuppertal hat mich gefragt, ob ich mal ein Erklärvideo dazu machen kann, wie man effektiv und effizient arbeitet. Und dazu male ich am besten mal hier eine Matrix auf. So. Das hier heißt nicht effizient. Und das hier heißt effizient. Und das hier heißt nicht effektiv. Und das hier heißt effektiv. So, und wir fangen also hier mit nicht effizient und nicht effektiv an. Also mal angenommen, das ist unser Ausgangszustand und das hier ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Dann würde nicht effektiv und nicht effizient bedeuten, dass wir am Schluss nicht beim Ziel rauskommen und dafür eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht haben. Nicht effizient und effektiv würde bedeuten, dass wir zwar unser Ziel erreichen, aber dafür eine ganze Weile brauchen und viele, viele Umwege drehen müssen. Effizient und nicht effektiv wäre, wenn wir unser Ziel nicht zu 100% erreichen, aber dafür auf einem sehr, sehr effizienten Weg. Also wirklich sehr kurz brauchen, sehr schnell da sind. Und die Krönung von allem ist natürlich sowohl effektiv auch effizient arbeiten zu können. Was so viel heißt wie, wir verschwenden keine Zeit auf dem Weg dorthin, sind effizient und wir erzielen am Schluss unser Ziel, was wir erreichen wollen und sind damit effektiv. So, Theodor, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, diese Übersicht. Ich freue mich über weitere Fragen für kommende Erklärvideos und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis demnächst, euer Aljoscha.